Recovel wird bei Frauen im Rahmen der assistierten Reproduktion eingesetzt. Sein Wirkstoff stimuliert die Bildung und Reifung multipler Follikel im Eierstock. Nicht bei 25 Grad lagern. Das Medikament sollte in der Originalverpackung im Kühlschrank aufbewahrt werden, um es vor Licht und Frost zu schützen. Das Medikament wird nach Anweisungen des Arztes verabreicht. Die Stimulation erfolgt am Abend. Die genaue Uhrzeit kann individuell festgelegt werden, wobei wir ein Zeitfenster von 18 bis 19 Uhr empfehlen. Entscheidend ist, stets die gleiche Uhrzeit einzuhalten. Mit der Anwendung beginnt man am zweiten bis dritten Tag des Menstruationszykluses. Die Stimulation beträgt eine Dauer von 10 bis 15 Tagen. Waschen Sie sich vor der Anwendung des Medikaments stets die Hände. Halten Sie dann den Applikationspen und die Injektionslösung bereit. Stellen Sie am Applikationspen die numerische Dosis gemäß dem Stimulationsprotokoll für den gegebenen Tag ein. Anschließend setzen Sie die Injektionsnadel auf den Pen. Nun kann die Injektionslösung appliziert werden. Wählen Sie für die Injektion eine Stelle in der unteren Körperregion Ihres Bauches und wechseln Sie die Einstichstelle täglich. Die Einstichstelle muss unmittelbar nach der Injektion mit einem Desinfektionspad gereinigt werden. Das Medikament wird unter die Haut injiziert. Es ist daher notwendig, dabei die Bauchfalte festzuhalten und die Spritznadel im 90-Grad-Winkel anzulegen. Stechen Sie die gesamte Nadel in die Unterhaut und injizieren Sie das Medikament mit Hilfe des Applikationsbuttons. Entsorgen Sie schließlich die gebrauchte Spritznadel im Müll. Unerwünschte Nebenwirkungen sind bei der Anwendung dieses Medikaments eher selten. Trotzdem können gegebenenfalls Kopfschmerzen, Müdigkeit, Akne sowie Reaktionen an der Injektionsstelle, wie etwa Schmerzen, Rötungen, Hämatome oder Schwellungen auftreten.